Hallo Leute, willkommen zurück zum Philosophie-Log. Und ich habe mir überlegt, heute reden wir dann mal über eher wirtschaftlichere Dinge. Firmen und, naja, Konzerne, Großkonzerne, Riesenkonzerne und natürlich Megakonzerne. Und dann fangen wir gleich mal an. Ihr kennt das ja sicher, ihr habt bestimmt schon mal was davon gehört. Alle großen Konzerne haben Unterkonzerne, aufgekaufte Konzerne, Briefkastenfirmen und was weiß ich nicht, was noch alles. Und das ist eine der Sachen, die ich finde, weil was ist denn das? Das sind ja im Grunde einfach Firmen, die dem Konzern gehören, die auf den Konzern hören, aber die offiziell nicht zu dem Konzern gehören. Oder beziehungsweise, naja, die Einnahmen gehen dorthin, die Befehle kommen von da, aber irgendwie scheinen die noch nicht so ganz verbunden zu sein. Und das ist problematisch. Denn, wenn wir jetzt mal überlegen, wer wird denn jetzt beispielsweise, also es gibt zwei Seiten. Erstens gibt es hier diese ganzen Trickser, Steuerbetrüger oder Steuertrickser, die da mit irgendwelchen, wie nennt man, Steuerparadiesen, auf denen sie irgendwelche Briefkastenfirmen haben, ends viel Geld, sagen wir mal, abzocken von Steuern, ohne dass sie wirklich groß was tun müssen oder bestraft werden. Das ist schon mal das eine, was ja echt unfairer Vorteil ist, sozusagen. Die, die genug Geld haben, es zu machen, kriegen noch viel mehr Geld. Naja, und das andere, das ist eher sowas unter den Menschen. Ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte. Jetzt geht ihr mal in den Supermarkt und dann, Moment, und dann kauft ihr irgendeine von diesen Marken. Irgendeine. Irgendeine von diesen ganzen Marken. Irgendeine. Irgendeine. Und naja gut, ihr kennt die meisten zwar nicht, weil sie ja nicht alle aus Deutschland sind, aber so einige kennt man schon. Hot Pockets habe ich schon mal gehört. Maggi kennt ihr ganz sicher. Und das sind alles jetzt beispielsweise Nestle-Marken. Mövenpick. Oh, lecker, lecker. Und das Ding ist aber, wenn ihr von irgendwelchen von diesen Marken kauft, kauft ihr eigentlich von Nestle. Aber wer zum, naja, hat davon eine Ahnung? LC1, wie die alle heißen? Nespray. Nespray. Egal. Und das Ding ist jetzt, müssen wir theoretisch diese ganze Liste ausfindig lernen, nur wenn wir keinen Bock haben, Nestle zu unterstützen. So, deswegen ist es sozusagen, wäre es eigentlich der erste Schritt in eine viel leichtere oder besser kontrollierbare Welt, also in dem Fall kontrollierbar von dem Volk, von den Leuten, die die Macht haben, weil im Moment das ist eigentlich nur eine riesige Verwirrung. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt gehört, dass Nestle, was machen sie denn alles? Kann mir jetzt auch nicht alles merken, es ist halt sowas wie Sklaverei, mehr oder weniger, indem sie Grundwasser oder Wasser aufkaufen in armen Ländern, um es dann sozusagen wieder gegen Arbeit, überteuerte Arbeit oder schlecht bezahlte Arbeit zu verkaufen. Und so die ganzen Sachen, die Nestle halt so gern macht, das ist ja eine ganz eigene Geschichte. Da könnt ihr euch bestimmt selber mal kurz informieren, das dauert, das ist wahrscheinlich nicht schwer und dauert nicht lang. Nestle macht auf jeden Fall ziemlich viel Scheiß und von Monsanto habt ihr bestimmt auch mal gehört oder wie ich gerne sage, Monsatan. Und jetzt ist nur das Problem, ihr habt doch gar keine Ahnung, woher Monsanto eigentlich sein ganzes Geld bezieht, welche ganzen Unterfirmen schieben denn Monsanto oder Nestle ihr ganzes Geld in den Arsch. So, und diese ganze Firma hier ist jetzt ein Beispiel. Und das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt das Ganze beispielsweise boykottieren wollen, wenn wir sagen wollen, Leute, wir haben keinen Bock mehr auf Nestlé, wir müssen ihnen zeigen, dass wir der Kunde König sind und wir werden aufhören, ihre Produkte zu kaufen, bis sie sich so verhalten, wie wir wollen. Und es wird auch 1A funktionieren, aber kein Mensch kann wahrscheinlich wissen, was alles von Nestlé ist und wo die ihre ganzen Einnahmequellen haben. Weil dann, ja, dann wäre das wahrscheinlich ziemlich leicht, würde ich fast sagen. Oder was heißt ziemlich leicht? Das muss man natürlich nicht übertreiben. Aber das wäre meiner Meinung nach mal der erste Schritt zur Besserung. So, natürlich wäre der zweite Schritt dann Motivation zum Boykottieren verbreiten, dass man das dann auch tut, aber im Moment ist es halt einfach kaum möglich, weil es so kompliziert ist, da überhaupt ranzukommen. Also, dass man da überhaupt diese ganzen Unterfirmen mal alle kennt oder so und wüsste, welche ganzen Sachen im Supermarkt man sich jetzt nicht kaufen sollte. Das ist schon mal das.
Und ich denke mal damit, dass man diese ganzen Unterfirmen abschafft und das, was ich damit meine, ist, dass einfach alles wirklich unter einer Firma laufen muss. Das, was zu Nestle gehört, auch Nestle heißen muss. Gut, das ist natürlich gar nicht so leicht zu realisieren, aber es ist eine Sache, die man rechtlich gesehen relativ simpel ändern kann und die wirklich große Veränderungen herbeiführen könnte. Weil, sind wir noch mal ehrlich, wenn dann alle wirklich den echten Namen haben, dann hätten wir vielleicht noch 10 Namen in unserem Supermarkt. Da gibt es dann irgendwie 10 Hauptkonzerne und alle anderen, die existieren gar nicht wirklich, ja Leute, die existieren doch gar nicht wirklich. Die sind doch alle nur von irgendeinem Riesenkonzern aufgekauft und wir kaufen in der Illusion rum, dass wir verschiedene Markenprodukte haben, Auswahl, verschiedene Firmen, die irgendwas anders machen und im Grunde haben sie alle sozusagen nur als leitende Nestle oder irgendwelche anderen großen Firmen. Sorry, dass ich jetzt nicht viel mehr weiß, ja. Ich habe mich da jetzt nicht so ganz so viel beschäftigt, weil bis jetzt ist mir nur bei Nestle richtig aufgefallen, dass ich die Typen überhaupt nicht leiden kann. Aber kommen wir trotzdem mal zu was anderem. Und zwar, ihr kennt ja diese ganzen Katastrophen, die von manchen anderen Konzernen ausgelöst werden. Beispielsweise, wir erinnern uns zurück, als dieses riesige Öleck im Golf von Mexiko war. Warum? Weil BP nicht unbedingt die ganzen Sicherheitsmaßnahmen einhalten wollte. So, und naja, das. Wie es dann ausging, wissen wir alle. Sie mussten eine Menge Geld zahlen, aber nicht so viel, dass sie pleite gehen, weil sonst wären ja die Arbeitsplätze gefährdet. Und ich finde das, ich halte es für einen großen Fehler. Weil, ganz ehrlich, das ist doch der Grund, warum sie überhaupt erst dieses Risiko eingegangen sind, dass sie nicht absolute Sicherheitsmaßnahmen bei so einer extrem gefährlichen Aktion eingehalten haben. Und jetzt. Naja, ich will nicht sagen, belohnt man sie dafür, aber man bestraft sie definitiv nicht genug, weil ich finde, sie sollten wirklich eins zu eins das bezahlen, was sie an Schaden angerichtet haben. Und ich verstehe auch nicht, warum es so schwer zu verstehen ist. Und jetzt kommt mir nicht mit mehr Arbeitsplätze, ja? Es ist doch lächerlich. Wenn man immer nur auf diese Arbeitsplätze geht, da könnte ich schon wieder da anfangen mit dem Schneeballsystem banken und damit, dass dieses ganze Wirtschaftssystem überhaupt nicht in die Zukunft unendlich lang oder auf eine sehr lang absehbare Zeit funktionieren kann. Aber gut, das ist ein Problem, das sie eh noch lösen müssen. Mal abgesehen davon, mir ist wirklich wichtig, dass alle anfangen, ihre Fehler auszubaden. Aber ich glaube, wenn das bei Konzerne so wäre, da wäre das genauso bei Banken so. Und wenn es bei Banken so wäre und bei Regierungen vielleicht noch, ja, würden wir gar nicht lange warten. Vielleicht nur ein paar Tage, bis die ganzen Banken einfach blam 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 zusammenbrechen würden. Da muss man sich nur mal damit beschäftigen, was beispielsweise in Griechenland so abgeht. Ja, wenn wir jetzt die Schulden alle zurückzahlen oder wenn die Schulden jetzt nicht mehr da sind, ja, dann brechen doch die anderen Banken auch zusammen. Ja, das hätten sie sich vielleicht früher überlegen sollen, diese beschissenen Banken, man, wofür haben die denn hunderte Angestellte, die angeblich so gut in Mathematik sind, wenn sie sich noch nicht mal denken können, dass sie dann alle, dass sie dann zusammenbrechen, wenn sie dann irgendwie so einen Scheiß bauen. Sollten das alle selber ausbaden, I'm sorry, bud. Es ist dann eben leider auch meine Meinung zu Griechenland. Ich finde, die Banken sollten einfach sich in den Arsch ficken und mal die ganze Bevölkerung in Ruhe lassen, weil das ist nur so ein kleiner Nebenfakt, wenn wir schon mal dabei sind. Griechenland, was ist da passiert? Kurzbeschreibung, also so wie ich es jetzt im Grunde verstanden habe. Arschreiche Leute ziehen ewig viel Geld aus Griechenland, sodass eben der Staat bankrott geht, weil er kaum noch Geld im Staat hat. Deutsche oder deutsche europäische große Nationen zahlen Milliarden zurück, was dann 90% wieder an reiche Leute geht. Und die einzigen, die im Endeffekt davon leiden, sind die Armen. Ja, weil die Reichen tun erst ihr ganzes Geld raus, dann kriegen sie wieder Geld. Und naja, die Armen, die kriegen einen Scheißdreck. Die dürfen dann die ganze Scheiße ausbaden. Und die Leute stehen daneben und sagen, ja, das können wir nichts machen, ich meine, die Banken brechen ja sonst zusammen, oh, die Arbeitsplätze, EU, EU. Oh, und naja, also normal denkender Mensch, denke ich mir, lass die einfach zusammenbrechen, die beschissenen Banken, lass die einfach zusammenbrechen, hört auf in euren Rettungsschirmen, in euren Rettungsfonds. Geht mir doch nicht auf den Sack mit euren beschissenen Heucheleien. Oh, wollen die Banken zusammenbrechen, dann merkt die Welt vielleicht noch, dass das alles ohne Banken auch funktioniert. Oh, jetzt müssen wir ganz schnell ganz viel Geld da reinpumpen. Aber gut, wir werden sehen, wie es ausgeht und ich hoffe, dass es wirklich passiert, dass die Banken mal zusammenbrechen. Dann werden wir nämlich sehen,
Was vielleicht gar nicht so schlecht ist, das hoffe ich zumindest. Das ist ja nicht mehr was Cooles. Dann könnten wir anfangen, nach und nach diese ganze Scheiße auszumerzen. Ja, ich weiß, ich komme hier schon drüber, fast schon wie so ein richtiger Hippie oder sowas. Aber hey, lasst euch eins gehört sein? Das macht nicht so viel Sinn. Wie immer, versteht das einfach. Die ganzen Dreckskonzerne sind auch nur gut, weil ihr alle darin arbeiten könnt. Aber was bringen sie euch sonst außer Verderben in eurem Alltag? Naja, wie auch immer. Im Endeffekt müssen sie ihre Scheiße selber ausbaden. Ich denke mir, wir können sie nur vielleicht, indem wir solche Kleinigkeiten verändern, vor ihrer eigenen Krankheit beschützen. Mich erinnert das da auch an so eine schöne Geschichte hier in Deutschland. Das hat jetzt zwar nur halbwegs so viel mit Konzernen zu tun, mehr mit Atom, aber ich meine, es kommt ja auch selber raus. Es ist einfach, dass die Bevölkerung sich stark macht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Wackersdorf gehört habt. Das war in Süddeutschland. Ich glaube sogar sehr Südostdeutschland. Und da war es so, da wollte eine Firma oder irgendwer wollte ein Endlager, nee, ein Warte, ein Wiederaufbereitungslager bauen für Atommüll. Das Problem nur mit diesem Wiederaufbereitungslager, kurz gesagt, wäre gewesen, dass man zwar irgendwie einen Großteil der Energie wieder sozusagen noch verwenden kann oder so, oder dass man dann die Radioaktivität dann nochmal benutzen kann, oder halt nochmal das Uran hat, ja. Das Problem dabei ist nur, dass man dafür die Abfallstoffe verzwanzigfacht. Die natürlich weniger radioaktiv sind, aber es sind 20 mal so viele radioaktive Stoffe. Und die müssen natürlich dann wiederum irgendwo hin. Und wenn es dann 20 mal so viel sind, dafür, dass man 5% mehr rauskriegt aus einem beschissenen Uran, naja, da haben halt nicht alle Leute Bock drauf. Weil einige sehen dann halt eben, die Rechnung geht nicht so wirklich auf. Also auch wenn es dann eben weniger ist, das Endlager muss dann trotzdem größer werden, ja. Muss dann vielleicht nicht ganz so perfekt sein, aber ganz immer ganz ehrlich, ich scheiße darf sowieso nicht an. Nach außen dringen. Ob es jetzt 10-mal oder 20-mal weniger Konzentration hat, scheißegal. So, also haben die Leute dann gesagt, wir wollen euer beschissenes Endlager hier nicht haben, verpisst euch. Und naja, die vom Endlager und die, wo halt dafür zuständig waren, die haben gesagt, ja, fickt euch, Leute, ihr kriegt euer Endlager und ihr dürft dann mit der Radioaktivität die nächsten 30.000 Jahre leben und ja, wir schleppen dir jetzt ein bisschen Kohle. Fuck yourself. So, und dann ist natürlich ein richtig schöner Bitchfight erstmal losgegangen. Und das war ganz cool, weil das eigentlich mitten im Wald, also dafür wurde auch erstmal eine halbe Wald gerodet, damit man dieses wieder auf diese wie Aufbereitungsanlage da bauen konnte. Und dann haben die Leute angefangen, das Ding einfach zu stürmen. Also sind einfach reingegangen, haben sich an die ganzen Bauplätze und an die wichtigen Plätze hingestellt und gesagt, nö, kein Bock auf den Scheiß. Und naja, das hat sich dann so hochgeschaukelt. Ihr könnt ja auch eine Dokumentation ansehen, wenn ihr es detaillierter wissen wollt. Dann kamen die Bullen mit fetten Schilden und weil es ja friedliche Protestanten waren, konnten sie jetzt nicht wirklich hier alle zusammenprügeln und wegschicken, was wir uns zwar auch gemacht haben, bis ab und zu, aber gut, das machten sie jetzt nicht allgemein und haben sie halt versucht, mit ihren Schilden wegzudrängen, ja. Wurden natürlich auch ziemlich, sogar mal, nicht brutal, aber schon heftig. Und dann haben die Leute einfach angefangen gegenzudrücken, wirklich die Massen sind dann wirklich gegen die Massen gelaufen und da ging es dann richtig ab. Bis zu dem Punkt, wo dann wirklich schon die zurückgedrängt waren, aber die Leute die Molotow-Cocktails über den Zaun geworfen haben und die Polizisten die Tränengasgranaten zurück und dann haben die Leute die Tränengasgranaten aufgehoben und wieder zurück zu den Polizisten geworfen, bis die Polizisten Schutzhelme tragen mussten. Ich finde das so geil, weil im Endeffekt diese Wiederaufbereitungsanlage, meine Freunde, wurde nie gebaut. Irgendwie an diesem Punkt ist es dann langsam stehen geblieben, wo dann die ganzen Sachen hinterher geflogen sind. Und ich finde das geil. Ich finde das so schön. Weil ganz ehrlich, Leute, das sollten wir bei Fracking machen. Wenn diese Bastarde meinen, die müssen hier in Deutschland anfangen zu fracken, wir müssen dran stehen an diesen Bauplätzen. Wir müssen uns da zu 100.000 draufstellen und sagen, ihr Bastarde, ihr frackt nicht unser schönes Grundwasser weg. Ihr frackt nicht unsere ganze Landschaft hier weg. Das können sie in Amerika da drüben machen. Das können sie von mir aus auch noch irgendwie in ein paar anderen Ländern machen, wo sie unbedingt keine Zukunft haben wollen für ihre beschissene Natur. Aber hier machen wir kein Fracking. Und ich sehe da Zukunft darin. Weil Wackersdorf war da echt ein schönes Beispiel. Da waren wirklich alle versammelt. Es war Menschenmengen. Und
Ich finde, wir sollten uns daran ein Beispiel nehmen und weiter so in Zukunft zu so machen. Weil ich denke, wenn das mit Fracking genauso passiert, je ignoranter diese Menschen dann dort sind, desto heftiger muss man halt werden. Und ich meine ganz ehrlich, das ist halt, wie es dann läuft. Man muss ja auch nicht wirklich immer nur Molotow-Cocktail schmeißen, das ist ja ganz klar. Aber man sollte auf jeden Fall seine eigene Stimme mit, und wenn es mit Gewalt ist, zum Ausdruck bringen gegen diese kranken Leute, die einfach auf alles scheißen, damit sie ihre Kohle aus irgendwas ziehen können. Weil das ist echt zum Kotzen. Weißt du, es gibt viele verschiedene Süchte. Es gibt die Süchte, dass irgendjemand den ganzen Tag, also ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, ich sitze den ganzen Tag vor Computer oder mittlerweile versuche ich noch andere Sachen, manche haben Fresssüchte, manche haben was weiß ich, es gibt ja alle Sportsüchte, Drogensüchte. Und das Ding ist aber, diese ganzen Leute schaden sich selbst und vielleicht ein, zwei Leute in ihrem Umkreis. Und die einzige Sucht, die wirklich so arschvielen Leuten schadet, ist diese verfickte Geldsucht. Diese Geldsucht ist wirklich das Problem von all diesen Sachen. Der Ursprung von all diesen Problemen, meine ich. Diese Geldsucht macht erst, dass die ganzen Leute auf alle Menschen scheißen. Oh, scheiße auf die Menschheit. Wir holzen diesen Regenwald ab, weil wir da 100 Euro am Tag kriegen. Oder was sagen wir mal, weil wir das Zehnfache am Tag verdienen. Das kommt ein bisschen passender hin. Oder auch ganz viel so, weil das einfach ja nicht nur falsch verstehst. Das sind ja nicht nur böse Menschen. Das ist ja auch einfach das, dass wenn jetzt diese Leute das nicht machen würden, dann würden ihre Konzerne oder ihre Firmen kaputt gehen. Weil wenn sie die Sachen nicht ausbeuten, dann ist ihr ganzes Prinzip zu beschissen, um zu überleben. Also müssen sie halt Leute ausbeuten, damit sie überleben können und nicht einfach ihre scheiß Firma aufgeben. Sondern diese Prinzipien. Und deswegen ist das wirklich eine widerliche Sache, die einfach gestoppt werden muss. Das ist ganz wichtig, dass man da auch keine fast schon Rassentrennung zwischen Arm und Reich mehr macht, ja, dass diese Zukunft so ausschaut, dass der Reiche auf der Straße angespuckt wird und missachtet wird dafür, dass er so vielen Leuten geschadet hat, um an seine fetten Kohleberge zu kommen. Oh gut, das sollte ich jetzt auch nicht verallgemeinern, weil es gibt ja auch extrem gute reiche Menschen, die helfen. Aber besser als Arme. Wem tun die Armen was, frage ich euch. Wem tun die Penner was? Warum werden die verprügelt? Die Penner, die sind die effizientesten Menschen überhaupt. Die wollen kein Auto. Die wollen keinen beschissenen Strom verbrauchen. Nur die wollen auch nicht mal wirklich viel zum Essen. Und die essen dann meistens auch noch was, was sie nicht essen würden. Und dafür schlagen andere sie, dafür, dass sie selber eigentlich die richtig fetten Konsumgeier sind. Das ist für mich wie ein Drogenjunkie, der einen normalen Menschen zusammenschlägt, weil er nicht so viele Drogen nimmt. Ja, also ich denke, das ist ein guter Vergleich. Und schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, was ihr davon denkt. Das ist ja ein ziemlich interessantes Thema auch. Und jetzt, muss ich fast schon schauen, ist schon zu viel. Also ich würde jetzt eigentlich analytisch Schluss machen, dann bin ich das in der nächsten Folge. Es passt halt gerade viel zu sehr dazu. Das ist Werbung ist gleich schlechte Firma. Das würde ich auch am liebsten ganz vorne ans Video packen, tut mir leid. Denn das ist einfach die absolute Eingebung. Ich habe es vor ein paar Jahren mal gehabt und seitdem fühle ich mich gut. Seitdem brauche ich nicht mehr viel. Seitdem kann ich effizient leben. Ich muss mir die ganze Zeit Scheiße kaufen und vor allem unterstütze ich nicht irgendwelche Arschlöcher. Denn die Regel ist ganz einfach. Wir müssen uns nur mal ganz logisch nachdenken, wenn eine Werbung irgendwo ist. Im Fernsehen, im Internet oder in echt in der Broschüre oder was weiß ich. Dann überlege ich mir, woher kommt diese Werbung? Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel. Wir haben hier gerade in meiner Heimatstadt Augsburg eine Fusion zwischen der Stadtwerke und irgendeinem fetten Gaskonzern. Also heißt, die Stadtwerke geht zu dem Gaskonzern. Und jetzt stehen wirklich, also, und jetzt ist ja erstmal die erste natürliche Antwort: Nein, wir wollen das nicht. Wir wollen unsere beschissenen eigenen Stadtwerke für uns behalten. Die Bürger wollen ihre Stadtwerke behalten. Und es stehen wirklich auf der ganzen Stadt diese Drecksplakate, wo irgendwelche Leute irgendwelche Schilder hochhalten. Sicherheit gegen Masse. Oder, also die haben sich da echt viele Sprüche einfallen lassen. Mehr Sicherheit für die Mitarbeiter. Billiger Gas. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Oder, mir fällt gerade der letzte nicht ein. Sichern wir Arbeitsplätze. Also halt die ganze Zeit solche Sprüche auf Plakaten. Und naja, dagegen habe ich vielleicht ein kleines Zettelchen gesehen, aber ich meine, im Grunde stand da halt drauf, unsere Stadtwerke geben wir nicht an irgendeinen beschissenen Riesenkonzern weiter. Und das Ding ist, eigentlich ist nein die richtige Antwort, aber überall stehen diese ganzen Plakate rum.
Warum? Weil sich die beschissene CSU das hier leisten kann. Die können ja einfach rumgehen und diese Plakate aufstellen. Und es ist legal, diese Plakate aufzustellen, wenn man genug Geld hat. Aber wisst ihr, was nicht legal ist? Diese Plakate wieder abzureißen, weil man nicht genug Geld hat. Ja. Und ja, da fängt's an. Das ist denn, warum ich mal Werbung allgemein nicht für etwas Gutes halte. Warum ich Werbung missachte. Warum ich Werbung niemals auch nur ein einziges Ohr gebe, um ihr zuzuhören. Das ist ganz einfach, weil Werbung kommt von einer Firma, die dafür gezahlt hat. Und für mich ist es schon ganz einfach, wenn es damit anfängt, dass diese Firma nicht dafür mehr ausgegeben hat, dass es den Kunden etwas besser geht oder dass sie besseren Service kriegen, dass sie so viel Geld überhaupt zur Verfügung haben. Woher kommt denn das Geld? Warum ist das Geld nicht für eine bessere Sache draufgegangen als für eure beschissene Meinungsmache? Warum ist denn die ganze Zeit im Fernsehen irgendwelche Werbung von irgendwelchen Drecksfirmen, die ihre überteuerten Produkte dann verkaufen, während andere Firmen versuchen, für irgendjemand zu sorgen, entweder die Produkte billiger zu verkaufen, damit die Kunden was Besseres haben, oder vielleicht um die Mitarbeiter ein bisschen besser zu versorgen. Wer weiß, das muss man halt genau nachschauen. Ja, aber diese Werbung schalten. Und ihr wisst, wie viel Werbung kostet. Ihr wisst, wie arschteuer Werbung ist. Diese Bastarde, die scheißen auf alles. Die wollen nur, dass sie mehr Kunden. Expansion, Sicherheit. Sorry, da werde ich ein bisschen emotional. Und das ist es, warum ich niemals Werbung zuhöre. Ganz einfach. Also, ich schaue mir das gerne an, was die machen, wofür die Geld ausgeben, aber ich sag's mal so, 90% der Sachen, die Werbung machen, groß. Ist meistens für einen Arsch. Ich meine, schaut euch die Politik an. Machen so viel Werbung, aber klopfen so viele Sprüche, weil im Endeffekt kommt nichts bei rum. So gut wie nichts. Ne, mehr als nichts. Es kommt sozusagen alles noch ins Negative. Wie auch immer. Das ist sozusagen eine Grundregel, die ich mir fürs Leben gesetzt habe. Ich werde niemals was kaufen, weil ich es in der Werbung gesehen habe. Ich werde diese Werbungsmanipulation genau ausmerzen. Wisst ihr überhaupt, wie man die Werbungsmanipulation ausmerzt? Wenn ihr eine Werbung seht, müsst ihr auf alle manipulierenden Elemente achten und dann müsst ihr euch überlegen, ja, oh fuck, ich habe mir den Scheiß auch noch gekauft, weil diese ganzen manipulierenden Elemente vielleicht wirklich auf mich zugeschlagen werden. Na, heilige Scheiße, schäme ich mich jetzt. Das ist mir nämlich die letzten Jahre immer passiert, wo ich Fernsehen geschaut habe und ganz ehrlich, ich habe keinen Fernseher mehr schauen. Wenn ich eine von diesen Werbungen sehe, ich könnte kotzen, ich roll mich am Boden, vor allem, wenn man dann noch merkt, dass die Werbung überhaupt nichts mit dem eigentlichen Produkt zu tun hat, geschweige denn davon irgendwie zu erklären, was das Produkt macht. Nein, die Werbung ist eigentlich nur eine riesige Manipulationsmasche, um euch dazu zu kriegen, diese Scheiße zu kaufen und Leute sitzen davor und kaufen sich's am Ende noch und ich könnte kotzen dabei. Das kann es doch nicht sein, oder? Das kann es doch einfach nicht sein, denke ich mir da. Jetzt hört doch endlich auf, diese Werbung auch noch funktionieren zu lassen. Ja, gut, ich weiß, ich verdiene auch mein Geld mehr oder weniger durch Werbung. Aber andererseits, ich scheiße auf diese 1, 2 Euro im Monat. Guckt meine Views an, ganz ehrlich. Ihr könnt nicht erwarten, dass ich irgendwie Geld damit mache. Das Ding ist, und die ganzen anderen Leute, auch diese ganze Scheiß-Werbungschose so zum Kotzen. Und naja, durch Spenden funktioniert es eh viel besser, wie man beispielsweise Twitch oder so sieht. Von dem her, Scheiß auf Werbung. Das ist nicht mehr dieses Jahrhundert. Dieses nächste Jahrhundert ist Freiheit. Freiheit zur Meinungs Ausgeglichenheit, Gerechtigkeit, was weiß ich. Einfach, dass jeder sein ganzes Geld bei sich behält und nur für die Personen, wo er wirklich sagt, Alter, die machen genau alles richtig. Die sind nett zu den Leuten, die unterstützen ihre Kunden, wie auch ihre Mitarbeiter, die schalten keine Werbung, die tun wirklich jeden Cent dafür verwenden, dass alles besser wird. Denen gebe ich gerne das Zehnfache wie allen anderen und kaufe dafür nur noch bei denen. Klar, das ist die verdammte Zukunft, Leute. Das ist die Welt, in der wir entscheiden, wer überleben darf und wer nicht und nicht wer die bessere Manipulationstechnik hat, darf überleben. Ich weiß überhaupt nicht, wie das in dieser Welt dazu gekommen ist. Ist doch krank. Werbung. Unglaublich, unglaublich. Und dann ist die Happy Family am Eis essen und wir kaufen uns das Eis ein paar Tage später im Supermarkt, weil wir es in der beschissenen Happy Family Werbung gesehen haben und uns gedacht haben, oh, die sind ganz richtig, das muss ich auch mal ausprobieren, weil man nicht mal sein eigenes beschissenes Gehirn und Unterbewusstsein unter Kontrolle hat, genug um zu checken, dass es einfach nur Manipulation ist und absolut nichts mit einer glücklichen Familie zu tun hat, sondern nur beschissene Zucker und Inhaltsstoff zusammengepanscht zu einem richtig geilen oder halbwegs geilen Schokoriegel, der dann komplett überteuert dafür, überkauft wird, damit von 30% der Einnahmen Werbung geschaltet werden kann, statt dass man sich einfach das Billigzeug kauft. Oder das, was wirklich, wo man wirklich weiß, das Geld ist dort gut investiert.
Und naja, das ist nur eine der vielen Sachen. Bei Politik, ich will gar nicht erst anfangen, zu fragen, woher die das Geld für Werbung haben. Woher haben die das Geld für Plakate? Woher haben die das Geld für Werbespots? Es ist die beschissene Politik, die braucht keine Werbung. Die Leute sollen sich selber informieren, was denn abgeht. Warum brauchen wir denn Werbung für Politik, Leute? Was ist denn los mit dieser Menschheit? Sind wir wirklich zu blöd, es selber zu entscheiden ohne Werbung? Ist es wirklich das, warum die CDU-CSU ganz an der Spitze ist, weil sie am meisten Kohle für Werbung zur Verfügung hat? Das ist, was ich wirklich nicht glauben kann in dieser Welt. Dass die Leute wirklich so vernarrt ins Geld sind, dass sie diese ganze Scheiße nicht merken. Und wie gesagt, tut mir leid, dass ich da ein bisschen emotional werde. Ich hätte da nur echt Lust, dass ich rede da jetzt lieber so drüber, als dass ich da ein bisschen rumphilosophiere. Ich will da ein bisschen emotional werden, ich will euch mitreißen. Weil. Leute, sind wir mal ehrlich. Schreibt mir das auch in die Kommentare. Das kann es doch nicht sein, oder? Das ist doch, macht doch gar keinen Sinn, finde ich. Ja, wir sollten da wirklich einfach mal ein bisschen mehr Bewusstsein entwickeln und verfickt nochmal uns diese paar Stunden hinhocken und uns damit beschäftigen. Weil, ganz ehrlich, ihr sagt alle, ihr habt nicht viel Zeit. Und ich krieg so das Kotzen, wenn ich es nochmal hören muss. Ich hab nicht viel Zeit. Ich muss eine Stunde am Tag damit verbringen, mich schick zu machen. Da muss ich 8 Stunden arbeiten gehen, muss ich auch 8 Stunden schlafen. Dann habe ich noch 3 Stunden was mit meinen Freunden. Oder habe ich noch mal 1, 2 Stunden für das und das, was ich ja regelmäßig als Hobby machen will. Aber diese halbe Stunde, da die nehme ich mir nicht Zeit, um mich damit zu beschäftigen, wie diese Welt besser funktionieren kann. Und dann gucke ich blöd. Und denkt mir so, oh, warum nur, ist diese Welt so am Untergehen und so am Arsch? Ja, das ist halt, wie es läuft. Statt dass man sich mal wirklich diese Zeit nimmt und diese Überwindung, dass man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, was hier abgeht. Nee, dafür sind die Leute zu faul. Und allgemein, es gibt so viele interessante Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Von Physik, über Philosophie, über allgemein einfach ja, sehr viele Dinge im echten Leben, ja. Einfach, es gibt so viele interessante Sachen. Ich kann gar nicht aufhören, wenn ich allein am Computer sitze. Das ist so verstörend. Ich will gar nicht mehr rausgehen, weil ich am Computer so viel Spaß habe, über neue Sachen und neue Sachen und neue Sachen einfach irgendwie rauszufinden über die Welt. Und andere Leute, die sind zu faul, um sich die Grundkenntnisse zusammenzuschustern, weil sie arbeiten müssen. Es ist doch alles. Also, ich meine, so Verschwörungstheorien sind echt scheiße, ne, Leute. Aber ich meine, ich kann echt zum Verschwörungstheoretiker werden, wenn es um Arbeitszeiten geht. Wirklich, warum haben wir solche beschissenen Arbeitszeiten und auf der anderen Seite dann ganz viele Arbeitslose? Ich meine, ja, gut, ich verstehe die ganzen Prinzipien dahinter, dass es dann effektiver ist und was weiß ich nicht. Aber das ist eigentlich die perfekte Technik, um Menschen nur als Maschinen zu benutzen und nicht dazu hinzuarbeiten, dass jeder seine eigene richtige Meinung über die Welt hat und mit dieser jeden einzigartigen richtigen Meinung oder beziehungsweise individuellen richtigen Meinung eine Welt geschaffen wird, die nicht darauf basiert, dass irgendwelche Dreckskonzerne ihre eigene Geldsucht durchbringen und zum Ausdruck bringen, indem sie einfach immer weiter alles, naja, erobern, sage ich mal. Okay, ich glaube, jetzt habe ich langsam. Ja, jetzt habe ich 10 Minuten durchgelabert über diese Scheiße. Jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr alles für Bullshit haltet. Ich meine, ich weiß, dass nur die wenigeren Leute leider diese Meinung mit mir teilen, aber ich weiß, dass ich glaube ich kann es mir nicht anders vorstellen, was für Argumente könnte es noch geben? Arbeitsplätze, ja, mein Gott, ja, wenn ihr immer festhaltet an sowas. Also ich meine, sowas wie Arbeitsplätze oder dass es halt einfach ein paar Menschen dann schlechter geht, wenn wir es anders machen. Wenn dann die reichen Leute ihre Boeing 7 statt der Boeing 8 kaufen müssen, ja. Scheiße, nochmal, dadurch ist es nichts verbessert. Ich würde auch so viel aufgeben, damit die Welt besser wird. Also solltet ihr es auch. Und wenn nicht jeder so denkt, wenn nicht jeder so denkt, dann werden wir es nie schaffen. Dann werden nur ganz viele Leute umsonst irgendwas aufgeben. Das ist die einzige Lösung. Das ist der einzige Weg. Hört auf. Ein Appell an euch. Hört auf, es von irgendwelchen Politikern bestimmen zu lassen. Hört auf, es von irgendwelchen Konzernen damit bestimmen zu lassen, weil im Endeffekt steht die Politik sowieso unter Konzernen. Hört auf damit und bestimmt es selbst. Seid ein ganz kleiner Teil vom Ganzen, weil das ist der einzige Weg. Solange ihr nicht dieser ganz kleine Teil vom Ganzen seid, überlasst ihr einfach nur Wichsern eure scheiß Entscheidungskraft. Wollt ihr das? Ich hoffe nein. Von dem her, wir sehen uns beim nächsten Philosophie-Log. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.